müsst ihr ein bisschen was gesehen. Ich sollte vielleicht den Pukewiki-Artikel im Hintergrund aufmachen, damit ich ungefähr weiß, wie die Ebenen aussehen. Wäre vielleicht eine Idee. Ich pausiere mal ganz, ganz kurz die Augen. So, ich habe mal die Pukewiki-Seite im Hintergrund offen und ich weiß jetzt zumindest, wo ich hier hin muss. Und was hier? Oh, okay, ich bin hier doch noch falsch. Okay. Bis zum Anschlag nach oben. So. Okay. Dann haben wir das. Dass ich unsere Karre hier richtig schön durchkloppen kann. Dauert ja jetzt auch nicht mehr allzu lang und unsere Karre ist ein Taubos. Hier mein Elixier. Ich glaube, ich muss in nächster Zeit nicht mehr allzu viel trainieren. So, Kadi ist Level 31, dann darf das Sorti jetzt seine Kadi-Maus ablösen. Geht's da oben überhaupt irgendwo hin? Nee, nicht wirklich. Wo bin ich hier? Ah, okay. So muss ich. Ja. Level 13 Nebula gibt's ja auch noch. So geht's hier hin. Okay. Bin ich jetzt hier? Zumindest so einigermaßen finde ich mich hier durch. Wenn Kadi mit ihrem Flügel schlägt, wie Nebulax wandelt, dann schafft Sorti das erst recht. Okay. Wo zur Hölle bin ich hier überhaupt? Okay, Moment, hier ist eine Ecke. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah. Okay. Ich bin unter der Treppe gerade. So dann, okay. Jetzt
habe ich das auch kapiert, wo ich hier gerade stehe. Ein Schutzband. Wem geben wir denn das Schutzband? Wer ist der langsamste im Team? Das müsste Quantschein sein. Zombies. Bild. Das war nur der PokéWiki-Artikel im Hintergrund, auf dem ich gerade so nebenbei spicke, wo ich hinlaufe. Denn sonst würde ich hier Jahre brauchen, bis ich da durchkomme. Die hat 99 KP jetzt. Oh! Okay. Ich hätte gedacht, das funktioniert nicht, bis man nicht den Nationaldex hat. Ah. Okay. Es funktioniert auch nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn das funktionieren würde. Aber eigentlich schade, sonst hätten wir jetzt schon ein schönes X-Bad. Bis man wenigstens das Sortie jetzt eine Zuneigung von über 220 hat.
sollte eigentlich auch mal wieder jemand anderen ranlassen. Skadi haben wir noch gar nicht als Winona gesehen. Mit einem Flammenwurf grillt man sich hier relativ locker durch. Das als Nebula kann, der hier als wilde Pokémon bis jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesehen, oder? Noch keine wilden Apollo und auch noch keine wilden Tragosso. Sondermumbeln. Wir stehen jetzt kurz vor diesem einen Knogger. Das Knogger, das ich zu gerne fangen würde, aber leider nicht darf. Stellte sich dämlich an. So, und ab hier jetzt dann sowieso relativ straightforward. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr auswendig, was die alles haben, aber Konchan darf jetzt auch mal wieder ran. In Level 25 Zubat.
zubaut. Das Schöne an Flamara ist ja, dass es an beiden Angriffswerten relativ gut ist. Im physischen Angriff zwar richtig heftig, aber den speziellen darf man hier auch nicht unterschätzen, mit immerhin noch 95 Base. Das ist zumindest auch mal mehr als unser Vulnona hat. Ein Vulnona steht mit 81 Base im Spezialangriff da. Aber ich mag die beide. Tut eigentlich echt gut, mal wieder einen speziellen Angreifer im Team zu haben. Es kommen da, wenn meine Planung so weitergeht, sowieso noch ein paar dazu demnächst. Und Traumato. Traumato ist zwar richtig stark in der speziellen Verteidigung, aber hätte ich den auch nicht gewonnen. Oh, der muss mich jetzt unbedingt vergiften. Aber hey, Level 31 für Kanchan. Zubat. Steinhagel ist so eine tolle Attacke. Da auch noch. Das wird auch nicht mehr allzu viel ändern. So, dann haben wir das auch geschafft. Wir haben noch eine Arena in Prasmania City vor uns.